Die junge Lehrerin Ann-Kathrin Schmidt. Sie wurde festgenommen, gefesselt und eingesperrt. Ohne Vernehmung, ohne Haftbefehl und ohne sie, wie vorgeschrieben, unverzüglich einem Haftrichter vorzuführen. Es war kein Dasitzen und Warten, sondern es war die panische Angst, was kommt noch, was tut man mir noch an. In Jever in Ostfriesland stirbt ein 63-jähriger Rechtsanwalt nach einem zufälligen Zusammentreffen mit der Polizei. Der Mann hat sich vorbildlich verhalten. Und das endet damit, dass er tot ist. Und das kann ich nicht verstehen. Polizeigewalt in Deutschland. Die meisten Übergriffe geschehen im Verborgenen und werden nie bekannt. Jahr für Jahr. Tausendfach. In der Nähe von Freiburg im südlichen Baden lebt Familie Schmidt. Karl-Heinz Schmidt ist Kriminalbeamter. Seit 40 Jahren jagt er Mörder, Betrüger und sonstige Verbrecher. Die Schmidts sind eine Polizeifamilie. Die jüngste Tochter Lorena ist Kriminalbeamtin. Auch die zweite Tochter ist im Staatsdienst. Das hier ist die Ann-Kathrin, unsere Lehrerin. Die Schmidts haben seit jeher einen unerschütterlichen Glauben an den Rechtsstaat. Bis zum Februar 2016. Ich bin gern deutscher Polizeibeamter. Ich bin gern Polizist in diesem Rechtsstaat, weil ich sage, wir sind ein ausgeprägt guter Rechtsstaat. Was hier passiert ist, hätte in einem anderen Land durchaus passieren können und ist dort vielleicht auch gang und gäbe. Hier hätte es nicht passieren dürfen. An jenem Februartag 2016 fährt Ann-Kathrin Schmidt gemeinsam mit ihrem damaligen Freund zur Polizei in Stuttgart. Er soll sich dort melden. Er glaubt, es gehe um einen Unfall, in den er kurz zuvor verwickelt war. Ich stand ein paar hundert Meter von dem Polizeirevier damals entfernt und wartete. Und dann kamen zwei Polizisten auf mich zu, die meinten, sie machen eine allgemeine Personenkontrolle und sie würden gerne meinen Ausweis sehen. Und bin dann auch sofort ans Auto gestellt worden, musste mich abtasten lassen, habe die Hände am Rücken geschlossen bekommen. Und es hieß, ich solle noch meine Jacke mitnehmen, die werde ich brauchen, wenn ich dann erstmal für ein paar Wochen im Frauenknast lande. Die Vorladung bei der Polizei ist eine Falle. Gegen den Freund von Ann-Kathrin Schmidt wird wegen Versicherungsbetruges ermittelt. Doch sie weiß weder von einer Tat, noch ist sie an einer beteiligt. Dennoch wird auch sie festgenommen und wie eine Mittäterin behandelt. Dann habe ich eine Box bekommen, in die ich meine Sachen hineinlegen musste. Meine Jacke und eben meine Schuhe. Musste meinen BH ausziehen und bin dann in die Zelle gebracht worden. Die Polizisten haben nicht mit mir kommuniziert. Ich habe gefragt, was gerade passiert, weshalb man mich inhaftiert. Und dann kam eben der Ausspruch, ja, das müssen Sie selber wissen, Sie haben es ja auch gemacht. Nachdem ich fragte, wer in der Lage sei, mich gehen zu lassen, wurde mir gesagt, dass ein Haftrichter könne mich gehen lassen. Und daraufhin habe ich dann mehrfach darum gebeten, mit einem Haftrichter sprechen zu dürfen. Und was haben Sie gesagt? Es ist jetzt keiner da. Es ist Sonntag. Wir fahren zu Professor Thomas Feltes. Der Kriminologe leitete viele Jahre lang die Polizeiausbildungsakademie in Villingen-Schwenningen. Er hat sich den Fall der Familie Schmidt für uns angesehen. Auf die Frage, ob Sonntag nicht ermittelt werden kann, hat er eine eindeutige Antwort. Das ist nicht so. Es muss sofort ermittelt werden, egal ob das nachts ist, ob das tagsüber ist. Und dafür gibt es den Kriminaldauerdienst und dafür gibt es auch den rund um die Uhr verfügbaren Haftrichter. Man hätte relativ schnell herausfinden können, ist es notwendig, diese junge Frau weiterhin in Gewahrsam zu behalten oder ist es nicht notwendig. Und wenn man das getan hätte, hätte man sehr schnell festgestellt, das ist unnötig. Und deshalb ist das in meinen Augen tatsächlich rechtswidrig. Doch Ann-Kathrin Schmidt wird nicht freigelassen. Im Gegenteil, man verlegt sie in einen Polizeigewahrsam am Rande von Stuttgart. Im Nachhinein wird die Inhaftierung damit begründet, man habe noch Ermittlungen bei einer Bank anstellen müssen und die habe sonntags eben zu. Für Ann-Kathrin Schmidt heißt das, eine Nacht unschuldig in der Zelle. Ohne zu wissen, warum. Die Gewahrsamszellen hätte ich mir so niemals vorgestellt. Die Zelle war dreckig und alles klebte. Und ja, der Geruch ist das Schlimmste. Der bleibt haften.
dieses Gefühl des Eingesperrtseins und von der Außenwelt komplett isoliert und abgeschnitten zu sein, diese Ohnmacht, die war auch in diesem Moment grauenvoll. Es war kein Dasitzen und Warten, sondern es war die panische Angst, was kommt noch, was tut man mir noch an? Unser Grundgesetz hat hier eine gewisse Rangfolge von Rechten und da rangiert die persönliche Freiheit schon relativ weit oben. Und so dass man durchaus diese Bankermittlung hätte durchführen müssen, auch in meinen Augen auch hätte durchführen können. Das alles zeigt mir im Grunde genommen, dass man hier gedacht hat, naja, das ist eine junge Frau, da ist keine große Beschwerdemacht, die lassen wir mal bis Montag sitzen, dann können wir das in Ruhe angehen. Es ist ein eindeutiges Versagen, was versucht wird dann im Grunde genommen zu vertuschen, indem man sich auf Sonntag und Nichtverfügbarkeit herausredet. Für Karl-Heinz Schmidt steht fest, seine Tochter wurde rechtswidrig festgehalten. Als Beamter will er das Problem zunächst polizeiintern lösen und wendet sich an den Polizeipräsidenten von Stuttgart, Franz Lutz. Wir waren beim Polizeipräsidenten, ja. Das war kein sehr fruchtbares Gespräch. Es ging über mehrere Stunden. Die Ouvertüre vom Herrn Lutz war die, ich werde nichts für Sie tun können, weil ich habe eine Stellungnahme, eine Ausarbeitung vom Innenministerium, die besagt, meine Beamten haben rechtens gehandelt. Nach dieser Enttäuschung beschließt die Familie, sich an den Landtag zu wenden. Ann-Kathrin Schmidt reicht eine Petition ein. Der zuständige Ausschuss holt Stellungnahmen vom Innen- und Justizministerium ein. Deren Bewertungen sind für Kriminalhauptkommissar Schmidt voller Unwahrheiten. Mehr als ein Jahr ringt er mit sich, ob er öffentlich sprechen soll, denn als Polizeibeamter darf er sich nicht ohne Genehmigung äußern. Er tut es trotzdem, denn besonders die Stellungnahme des Bürgerbeauftragten Volker Schindler hält er für grob falsch. Der Kern seiner Ermittlungen war, erst nach den getätigten Bankermittlungen, erst danach sei klar gewesen, dass Ann-Kathrin in diesem Betrug nicht verstrickt ist und wurde dann auch gleich entlassen, nach 22 Stunden. Auch das Innenministerium beruft sich in seiner Stellungnahme auf die Bankermittlungen. Der Ausschuss folgt dieser Darstellung. Die Petition bleibt erfolglos. Dann haben wir nochmal an die Staatsanwaltschaft geschrieben und gesagt, wir hätten gerne diese Aktenbestandteile gesehen, die auch die Bankermittlungen belegen. Wer hat wann, wo, mit welcher Bank telefoniert, mit welchem Ergebnis? Schweigen. Und dann kam ein Eingeständnis der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Diese Bankermittlungen hat es nie gegeben. Das war ein Versehen. Wir bitten, das nachzusehen. Punkt. Im Stuttgarter Landtag treffen wir Volker Schindler. Der Bürgerbeauftragte hatte in seiner Stellungnahme an den Petitionsausschuss die Bankermittlungen als einen zentralen Punkt angeführt, warum Ann-Kathrin Schmidt nicht sofort wieder freigelassen werden konnte. Der Stuttgarter Polizeipräsident Lutz habe persönlich von den Ermittlungen berichtet. Doch was, wenn die Bankermittlungen nur vorgeschoben waren? Das wäre ein Faktor, wo auch ich falsche Informationen bekommen hätte, was natürlich überaus ärgerlich wäre und wo auch die Staatsanwaltschaft die gleichen falschen Informationen bekommen hätte, was nicht sein darf. Wir haben Innenminister Thomas Strobel gefragt, wieso sein Ministerium die Inhaftierung von Frau Schmidt vor dem Parlament und dem Bürgerbeauftragten mit Ermittlungen begründet, die es nie gegeben hat. Schriftlich lässt er uns mitteilen, Zitat, die Bankermittlungen wurden beauftragt und in der Folgezeit auch ausgeführt. Problem ist tatsächlich, dass wenn in der Polizei Fehler gemacht werden, der erste Reflex ist, das zu vertuschen, das zu verneinen und möglichst auf Zeit zu spielen. Und für mich ist dieser Fall so ein typisches Beispiel. Weil wenn ich zu Beginn im Grunde genommen das Problem verneine und sage, es ist nicht so gewesen, wir haben keinen Fehler gemacht, dann kann ich das auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zurückrudern. Weil dann mache ich mich selbst im Grunde genommen unglaubwürdig. Ich fühle mich bis heute nicht mehr wirklich sicher hier. Im Alltag und in ganz vielen Situationen, weil man mich damals einfach schon weggesperrt hat und ich bis heute niemanden habe, der sagt, dass ich unschuldig bin und dass man sowas mit Menschen nicht machen darf. Der Fall von Frau Schmidt ist kein Einzelfall.
In Bochum forscht Professor Tobias Singelnstein an der Ruhr-Universität seit vielen Jahren zum Thema Polizeigewalt. Seine Forschung zeigt, mehr als 2000 Polizeiübergriffe werden jedes Jahr von den Staatsanwaltschaften bearbeitet. Angeklagt wird allerdings nur ein winziger Teil, nämlich unter 2%. Das sind nicht einmal 40 Fälle im Jahr, die vor Gericht enden. Die Gründe liegen für ihn bei den Staatsanwaltschaften. Erstens macht man sich natürlich unbeliebt bei der Polizei. Und die Polizei ist nur eine Institution, mit der man da jeden Tag zusammenarbeiten muss in Strafverfahren. Und da macht es sich nicht besonders gut, wenn man mit denen nicht gut kann. Zweitens herrscht auch innerhalb der Staatsanwaltschaften eigentlich so ein Verständnis, so eine Grundannahme vor, dass diese Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt in der Regel unberechtigt sind. Und das ist ein Umstand, der eher dazu führt, dass man seltener Anklage erhebt. Jefer in Friesland. In der Gaststätte Pütt beginnt an einem Dezembermontag 2016 gegen 21:30 Uhr abends die Schicht der Kellnerin Tanja Schmollmann. Seit Jahren arbeitet sie jeden Montag hier und kennt ihre Stammgäste. Am Sportlerstammtisch sitzt wie immer montags eine Gruppe älterer Herren. Unter ihnen ist auch Karl-Heinz Wilhelmsen. Der ehemalige Rechtsanwalt ist 63 Jahre alt und seit einer schweren Krankheit im Ruhestand. Er ist bekannt in der Stadt. Von den meisten wird er nur Charlie genannt. Gegen 22 Uhr erscheinen vor dem Pütt zahlreiche Polizeibeamte. Sie suchen einen Mann, der an einer Prügelei beteiligt gewesen sein soll. Ja, dann kam die Polizei schon reingestürmt im Prinzip. Wurde kurz gesagt, okay, gibt es Fluchtwege? Können die irgendwo abhauen? Ist das der einzige Ein- oder Ausgang? Gibt es irgendwo Fenster, woraus irgendjemand fliehen könnte? Ist alles nicht der Fall gewesen. Demnach war für mich die Aufgabe, lasse keinen aus der Kneipe raus. Okay, ist nicht meine Aufgabe, aber ja, mache ich. Die Gäste werden unruhig. Die Leute am Stammtisch schauen nach draußen. Auch Karl-Heinz Wilhelmsen beobachtet die Beamten. Charlie war der Erste im Prinzip, der versucht hat, rauszugehen, worauf ich mich für ihn bei den Polizisten entschuldigt habe und gesagt habe, tut mir leid, nimmt das nicht so ernst. Der hat einen Tumor im Kopf, der ist ein bisschen geistig zurückgeblieben. Der will nur einmal seine Personalien abgeben, hat seine Frau ihm so beigebracht, falls was ist. Habe ich wieder mit reingenommen. Doch Karl-Heinz Wilhelmsen bleibt nicht in der Kneipe. Was er draußen will, ist bis heute unklar. Sicher ist nur, er nimmt seinen Personalausweis aus der Tasche und geht in Richtung der Beamten. Und das war so der Moment, wo ich gesehen habe, hier durchs linke Fenster, wie Charlie direkt auf den Beamten zulief. Und habe dann gesehen, dass der Beamte einmal einen Ausfallschritt gemacht hat und wuchtig mit beiden Händen im Brustbereich zugestoßen hat. Charlie konnte sich nicht halten. Zwei, drei Schritte und dann fiel er halt so nach hinten. Es war kein normales, ich stolper und fall hin, sondern es war schon mit mehr Wucht und der Aufschlag war halt dementsprechend böse. Habe ich hier alles stehen und liegen lassen und bin direkt raus. Naja, und es lief halt auch gleich Blut aus dem Hinterkopf, weil er auch eine ordentliche Platzwunde davon erlitten hat. Tanja Schmollmann hilft. Doch trotz aller Bemühungen fällt Karl-Heinz Wilhelmsen noch am Abend ins Koma und verstirbt wenige Tage später. Im 20 Kilometer entfernten Wilhelmshaven liest am nächsten Tag der Frührentner Werner Wolter in der Lokalzeitung, der angesehene Bürger Karl-Heinz Wilhelmsen habe eine Polizeiaktion gestört und sei dabei unglücklich gestürzt. Gegen einen der Beamten sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Irgendwas kommt Werner Wolter komisch vor. Er beschließt, sich mit der Lebensgefährtin von Karl-Heinz Wilhelmsen in Verbindung zu setzen. Sie gibt ihm Einblick in die Ermittlungsakte. Das Opfer war ein Rechtsanwalt, 63 Jahre alt, Ratsherr in Jever. Hat auch Ehrenämter bekleidet, war ein überall beliebter Mensch, ja, überall beliebt, hat mir auch seine Lebensgefährtin gesagt, er konnte keiner Fliege was zu Leide tun. Der Mann hat sich vorbildlich verhalten und das endet damit, dass er tot ist. Und das